Und jetzt machen wir es nochmal. Ich finde das jetzt nicht so spektakulär. Ja, einfach draufbolzen. Und draufbolzen. Und draufbolzen. Und draufbolzen. Sind wir jetzt bald mal durch? Hallo? Geht doch. Ja, da guckst du, ne? Wollen wir erklären, warum eine Oma kommt da an, packt mich und sticht mich ab und ich habe einen Sledgehammer in der Hand. Oh, das sieht jetzt wieder nach so einer Outlast-Kacke aus. Hi. Drawing doesn't seem to depict anything at all. Whirling in an everlasting dream, a two-sided moon with clouded vision lies down innocently by its guilty shadow. Hat was. Immer. Kannst du alle mitnehmen? Dynamisches Inventar, ja, kommt dann. Auch kein Mensch. Eigentlich dann lieber so ein Kerzchen mit. Den Leiter droppe ich auch mal und nehme noch ein Kerzchen mit. Hallo? Einer von euch das Kind? Doesn't depict. Ah! Ich dachte mir schon die ganze Zeit, dass das irgendwas mit Mond ist. Mond. Vor allem, ne? Immer wieder im Speicher. Das ist halt eine gute Idee, weil eigentlich, dass du den Sledgehammer die ganze Zeit mitnehmen musst, weil da hast du nur eine Hand zur Verfügung. Bist du? Ich war eine Mechanical Crank. Brauche ich wahrscheinlich. Hier zufällig? Ah, das sieht doch nach. Ah. Okay. Und das leuchtet immer auf die Kinder wahrscheinlich. Auch benutzen. Das Teil, ah, ich habe das Teil tatsächlich noch. Aber da unten mal ein bisschen hell. Okay. Ich mach's jetzt einfach mal bei allem auf. Und dann gucke ich mir die Bilder unten genauer an. Selbstverständlich muss es ja nicht bei allem auf sein. Das wäre zu einfach. Aber dann sehe ich da unten. So.
Dann schaue ich, was offen und was zu sein muss. Das finde ich jetzt cool, das Level. Ah, I can see. Wrong doesn't seem to depict anything at all. Muss hier wahrscheinlich zu sein. Drawing seems to depict an eye. Okay. Drawing seems to depict an... Also Auge ist sehen, Mond ist sehen, das ist nix. Würde ich sagen, nix ist nix. Und das ist auch nix, dann muss hier wahrscheinlich auch. Human skull. Okay. Okay. Depict a butterfly. Ah, und das in der Mitte ist wahrscheinlich das Rätsel. Okay. Lesen wir nochmal das Rätsel. Ich würde es gerne lesen. Ah. Everlasting dream, a two-sided moon with clouded vision. Lies down innocently by its guilty shadow. Mond, Vision, Auge, lies down innocently by its guilty shadow. Okay. Also auf jeden Fall brauchen wir den Schatten. Okay, wir brauchen den Schatten. Der Schatten, das war der Schatten, okay. Was ist das hier? Das war nix. Human Skull, das bringt mir nix. Don't seem to depict anything at all. Auge. Und du warst der Mond, ne? Ja, okay. Wir brauchen den Mond, das Auge und den Schatten. Auf jeden Fall. Ist die Frage, was ist innocent? Schmetterling innocent? Oh fuck, jetzt bin ich verwirrt. Ah, Moment. Der Mond war das einzige, was geschlossen war. Genau, dann bist du der Mond. Das Auge war genau hier daneben. Der Schatten war da in der Ecke. Zu. Einmal mit dich auf, meine ich. Ich mach mal zu. Ich mach mal zu. Ich mach mal zu. Warum kann ich das nicht benutzen? Okay. Und das einfach mal offen. Ja, warte, du warst der... Ne, warte, das ist... Ist das da unnötig? Okay, du bist der Schatten. So. Was machen wir mit dir? Oh. Hat automatisch nach unten geguckt. Ah, Falltüre. Rätsel durchgespielt. So. Tja, Mongo, Oma, ich wüsste nicht los. Ein Sledgehammer auch nicht. Was hab ich die Kerzen jetzt? Ach egal, ich hab Kerzen. Jetzt in einem Minenschacht. So, wieder Outlast 2. So ein geiles Spiel. Habe ich bis jetzt nur einmal gespielt? Hat hier Schritte gehört. Ach, sind meine. Habe ich bis jetzt nur einmal gespielt tatsächlich, obwohl ich es persönlich geil finde. Zwar nichts wirklich mit Outlast zu tun, also mit den ersten Spielen. Hätten sie nicht unbedingt Outlast 2 nennen müssen, aber an sich war es ein gutes. Solides Horror-Game.
Klick, klick. Klick, klick. Und da sind wir wieder. Spiel ist schon sehr einladend. Hier. Vor allem, was wir ja können. Aber da habe ich sie. Ah, hier sind doch immer. Hier war sau viel Zeug. Wie viele Pillen sind denn da noch drin? Ist auch egal. Eine Pillen. Feuerzeug. Ich hatte jetzt nicht erwartet, eine nackte Oma zu sehen. Ich wollte eigentlich auch keine nackte Oma sehen. Ich als ausgebildeter Detektiv weiß natürlich, das hat einen Grund, warum die ihren Kopf dagegen gebasht hat. Die Tür ist nämlich zu. Die gehen nicht auf. Deswegen hat die ihren Kopf dagegen gebasht, um die aufzumachen. Komm, Fernseher, geh an. Nicht? Soll mir recht sein. Oh, Spiegelein, Spiegelein an der Wand. Oh. Muss mir mal einer erklären, wie der Sledgehammer da bitte durchgepasst hat. Aber wenn ich einfach den Rest der Wand eingerissen hat, ist mir auch schleierhaft. Kreuze. Ein Spaß für die ganze Familie. Ah, da guck. War die Oma strenggläubig? Dolores? Dolores? Hör mal. Finde ich jetzt nicht so lustig. Hä? Ah. Ist wieder ein Tag für den Arsch. Oder ich rufe den Klempner. So. Ah, wahrscheinlich brauche ich die Kordel wieder. Ja. Yep. Ist das den Kordel? Ist mir eigentlich auch egal. Du kannst das Ding auch schneller benutzen. Hi Jesus. Hör mal, ich weiß. Die Nägel sind schon krass, aber ich dachte, damit die nicht warm, damit die nicht kalt wird, nehmen wir noch ein paar Ketten dazu. Ne? Ich? Ah, ein Messer.
Hui. Okay. Jetzt sind wir wieder bei den Kreuzen. Hui. Uiuiui. Kann ich ein Kreuz mitnehmen oder so? Oh mein Gott, ich kann ein Kreuz mitnehmen. Nein, hör doch, ganz ruhig. Komm, Harald, jetzt. Ich baue mir eine Brücke aus dem Kreuz. Guck mal hier. Siehst du das? Siehst du das? Ja, mit einer Hand. Nein, das ist Sledgehammer. Hör doch auf mit deiner Scheißhauerei. So. Seit wann ist denn das hier Resident Evil? Dolores, jetzt wird's aber heikel. Ich sag dazu nichts. Ich finde das einfach nicht lustig. Das reißt einen ja. What the fuck? Einfach nur what the fuck, das reißt einen ja voll aus der Atmosphäre raus. Alter, das ist ja mega scheiße. Ey, sorry, aber das fand ich jetzt echt nicht witzig. Jetzt? Oh lol, jetzt bleibt die Kurbel da oder was? Ja gut, ist ein Anzeichen dafür, dass die nicht mehr braucht. Was jetzt? Jetzt sind wir wieder an dem Punkt. Was sind wir gerade wieder an dem Punkt in dem Spiel, wo ich nicht mehr raff, was ich eigentlich machen muss? Was war denn der Sinn, in diesen Raum zu gehen, wenn da eine Shotgun drin ist, die keinen Schwanz braucht? Hä? Hä? Nee, nicht Jesus hauen. Weg hier. Was weiß denn ich? Ich würde schon sagen, als ob ich jetzt einfach zu der Oma gehe, der ins Gesicht schieße. Bring me my child und so. Die ganzen Rätsel habe ich noch nicht gelöst. Jetzt war ich einmal im Spiel drin und dann machen die so eine Scheiße da rein, ganz ehrlich.
kniet er sich die ganze Zeit, weil ich es anklicke. Ich weiß aber. Oh. Ich dachte, die Tür wäre jetzt auf einmal zu. Muss ich da Absicht runterspringen? Hä? Hinter ist ein Spiegel, aber wie komme ich da ran? Oh mein Gott, bin ich. Da bin ich ja. Ja. Okay. Bin ich jetzt einfach wieder raus, ne? Oh, der war ja schon kaputt. Okay, habe ich das Messer. Wozu brauche ich das? Ah, da guck an, eine Uhr. Das ist ein Selfie. Dir an, das ist eine Schaufensterpuppe. Bin doch nicht im Dunkeln. Guck, jetzt leuchtet hier. Licht ist an, alles easy. Komm runter. Ich dachte gerade, das Spiel ist gecrashed. Ah, und noch ein Spiegel. Gut! Das sieht nach Kinderspielplatz aus. Ich weiß. Bin. Hi, I'm Captain Obvious. Und da liegen. Das war bestimmt wieder die. Gerda, ihre Scheiß. Gerda, lass deine Pillen nicht auf dem Spielplatz rumliegen. Wenn die ein Kind kriegt, das ist geschädigt fürs Leben. Meine Fresse, Gerda. Geht doch nicht. Kannst du nicht machen. Übrigens, diese Schaukelpferde sind richtig hässlich. Also mal ehrlich. Ich erkenne da nicht mal ein Pferd drin. Was soll das sein? What the hell? Hätten sie dem die Fresse abgehackt. Aber so vorne, hey, Bar, kommt ein Pferd in der Bar, sagt der Barkeeper, was machst du für ein langes Gesicht? Ah, ach, so sieht die Welt von draußen aus. Ja. So klingt ein Schwein draußen. Hallo. Weiß. Ja, ich glaube, da soll ich nicht hin. Hallo. Nimm mal die Straße runter, ne? Okay, okay, hab's verstanden, hab's verstanden. Okay. Ja, ich gehe wieder auf den Spielplatz. Die Parkbank? Nee. Weil ich darf ja eigentlich gar nicht auf Spielplätze. Hi. Du bist ja eine hübsche, du. Die Statue ist ein bisschen im Arsch. Mal schaukeln. Flippen. Da hoch? Nee. Da schon gar nicht. Da aber auch nicht. Ach cool, die Leiter ist durchgängig. Alles klar. Siegbert, komm raus. Siegbert. Kann ich rutschen? Lass mich rutschen. Okay. Sorry Leute, aber so viel Zeit muss sein. Oh, schade. Aber wahrscheinlich war das letzte Mal gemeint. Ich dachte, ich brauche zwei Hände, um zu rutschen. Siegbert. Siegbert, kommst du bitte mal her?
Siegbert? Ja, was soll ich denn hier? Ich habe jetzt Pillen gefunden, toll. Siegbert? Siegbert? Ja, immer wieder zu blind oder zu blöd. Oh, ein Dreirad. Dann halt nicht. Dann später. Ja, ganz ehrlich, ich hab keinen Schmerz damit. Sauerei. Wenn der Bub nicht spielen will. Hatte ich schon, ne? Oh nö, hatte ich noch gar nicht. Alles klar. Gut. Und auf geht's. Ich habe gerade von einem Spiegel zum nächsten eigentlich keine Ahnung, was ich machen muss. Eine Uhr habe ich jetzt gefunden, die habe ich jetzt mal abfotografiert. Die wird mir irgendwann noch nützen, hoffentlich. Alter, wer auch immer diesen Kunstgeschmack hat, der ist ja richtig widerlich. Jam, this probably could be pried open with the right tool. Wie ist das hier? And use that here. Na dann. Sledgehammer, dann halt nicht. Leck mich am Arsch. Ach komm. Die Animation muss jetzt echt gehen. Dann will ich jetzt einfach mal sagen, ich suche jetzt nach diesen Uhren und nach diesen Tellern. In der Hoffnung, es bringt irgendwas. Also eine Uhr ist hier. Toll, Lukas. Im ganzen Haus sind überall diese Spiegel. Nehmen wir wieder ins Licht. Das ist der magische Schrank der Items, ne? Ein Spiegel! Ein Spiegel! Putz! Okay. Das ist ein krasser Spiegel. So. Eine Uhr haben. Ja gut, dann gehen wir jetzt mal wieder eine Treppe hoch. Hier war ja... Ja genau, hier war das. Da habe ich das Messer her. Also warum auch immer ich das Messer brauche, das war... Das Feuerzeug hat gerade richtig, richtig komisch bewegt. Na, keine Kerzen mehr. Ach ja, keine Kerzen mehr, habe ich gerade gesagt. Mensch, Lukas, hör dir doch mal selber zu. Ich kann nur im Keller in den Nähe bewegen. Ah ja. Dann. Ein da. Verwirrt.